So, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Dead Minecraft, diesem coolen Zombie Survival Server, auf dem ich in meinen letzten Videos auch schon drauf war. In meinen letzten zwei Videos auch schon. Und ja, heute geht es mal um etwas anderes als in den letzten zwei Videos. In den letzten zwei Videos ging es ja nur ums Überleben. Ja, hier in Dead Minecraft. Und heute zeige ich manchmal etwas anderes. Nämlich, ich zeige euch die ganzen Vorbereitungen. Ja genau, hier sind noch meine Hunde. Die ganzen Vorbereitungen, die nötig waren, um dieses ganze Video zu drehen. Also, fangen wir mal am Start an am besten. Also, als erstes Mal müsst ihr schauen, dass ihr eine gute Ausrüstung habt, wenn ihr das selber ausprobieren wollt. Dann sage ich euch übrigens auch noch, was ich alles verändert habe seit den letzten Videos. Zuerst habe ich hier aufgenommen, was ich gemacht habe. Also, wie ich einen Blutmond hier drin in meiner kleinen Festung überlebe, wisst ihr noch, falls ihr es gesehen habt. Hier in meiner Obsidian-Festung habe ich ja den Blutmond überlebt. Und dann habe ich noch ein zweites Video gedreht, wo ich hier draußen umhergerannt bin, mit der ganzen wilden Musik. Und hier draußen überlebt habe. Das war definitiv ein Leben der Hölle. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es überlebt. Und ich habe es sogar geschafft, wie ihr gesehen habt, der Anführer zu sein. Nämlich derjenige, der diesen Blutmond am meisten Zombies tötet hat. Mein Gott, ich war so stolz auf mich. Aber ja, hoffentlich seid ihr das auch. Hoffe ich wenigstens. Autsch. Und hier habe ich übrigens meine Farm noch ein bisschen verändert. Ich habe hier noch einen Quest. Und zwar hier, wenn ich hier Task eingebe. Zack. Dann habe ich hier. Hier kann man nämlich Aufgaben bekommen, wenn man will. Also gut, hey, ich fange von Anfang an. Wenn man hier neu in diesen Server kommt, dann bekommt man zuerst ein Tutorial. Ich glaube, wie alles funktioniert, ich weiß nicht mehr genau. Und auf jeden Fall ein paar Aufgaben. Und die kann man dann erfüllen für etwas Geld, das man bekommen kann. Und mit dem man auch sein Grundstück erweitern kann. Und hier beispielsweise habe ich auch, ja, wenn man hier eingibt Task New, dann bekommt man eine neue Aufgabe. Aber hier habe ich das zum Beispiel angegeben und diese Aufgabe unter anderem bekommen. Turn Streak, ich weiß nicht, was das heißt, 2, aber das heißt wahrscheinlich auch sowas wie Schwierigkeitsstufe oder so. The reward. Also je höher das hier ist, dieser Faktor, desto größer die Belohnung. Current Reward Multiplier 1.2 times. Also meine Belohnung wird ver-1,2-facht. Also ist ein bisschen größer als normal. Also, und hier steht auch noch, you currently have a medium task assigned. Du hast im Moment eine mittlere Aufgabe. Task Name Halloween Prep. Halloween Vorbereitungen. Prep ist die Abkürzung für Preparation. Das englische Wort für Vorbereitungen. Harvest 22 Pumpkins. Das ist die Aufgabe. Also ernte 22 Kürbisse. Prozess 0 von 22. Aber wenn ich jetzt hier einen Kürbis abbaue, dann ertönt so ein Notenblock und ich kriege den Kürbis. Also, jetzt habe ich schon mal einen von 22. 22 muss ich insgesamt ernten. Dann ist die Aufgabe fertig. So. Hier, diese habe ich vorhin schon von den Zombies gesammelt. Und einfach. Baum ist aufgeploppt. Hier habe ich noch, wahrscheinlich, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, Setzlinge gepflanzt. Der Baum ist jetzt gewachsen. Können wir den ernten? Und es wird schon wieder Nacht. Ja, das ist ein bisschen doof, weil ich will ja noch das zeigen. Aber
Aber ich würde mal sagen, fällen wir den Baum zuerst. So. Lalalala. Aber ich kann kaum etwas sehen. Haben wir Fackeln? Nein, haben wir nicht. Haben die wahrscheinlich drinnen irgendwo. Also jetzt. Okay, wisst ihr was? Wir machen es so. Ich baue mich hier hoch. Zack, zack. Ganz schön hoch dieser Baum. Ja, weil ich sehe hier fast nichts mehr. Ah, die sind hier oben. Perfekt. Gut, dann kann ich mich jetzt hier runterbauen. Zack, zack. So, und da wären wir schon fertig. Ups, lag. Okay, wir können warten, bis der zerfallen ist, aber bis dahin zeige ich euch noch die anderen Sachen. Mein süßer Papagei. Eins, was? Was war das? Eins von 21 Spielern schlaf? Das habe ich jetzt noch nie gesehen hier drin. Dann sind wohl 21 Spieler hier drin. Oh. Ja, und draußen geht es schon los. Ja genau, hier ist auch noch was. Die Tiere, die ich hier unten hatte, also die Kühe und Schafe, die habe ich jetzt nicht mehr gefunden, sondern hier, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich darüber gezügelt. Weil hier unten. Moment, was war das? War das ein Eisengolem? Tatsächlich! Ein Eisengolem, den brauchen wir! Das ist auch noch was. Aber dazu kommen wir später. Die habe ich hier rüber gezügelt, damit ich hier nicht mehr das Mohn und das Mähen hier höre. Nicht das Ganze. Das Mohn und das Blöken von den Schafen. Ja. Aber Moment, weil hier sagt, hier war es doch noch. Hier habe ich noch, genau, wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Laufbewohnzucht eröffnet. Die ganzen Zombies knurren auch schon. Knurren und stöhnen. Aber was ist, wenn ich mir jetzt hier hinlege? Tatsächlich! Zwei. Abrit, es ist nur noch einer von 21 oder was? Was war da jetzt gerade? Doch, tatsächlich! Einer von 21. Dann ist da wo andere aufgestanden. Und dann Sache. Aber dann ist das jetzt so. Seit neuestem. Heute habe ich festgestellt, dass dieser Server jetzt auf 1.17 ist. Nicht mehr auf 1.16 wie vorhin. Wie in meinen letzten Videos. Interessant, interessant. Dann ist das jetzt wohl neu. Weil vorhin habe ich das nie gesehen. Aber wahrscheinlich, weil auch nie jemand schlafen gegangen ist. Ich auch nicht. Ich war ja hier die ganze Zeit da. Entweder am Kämpfen. Oder, was weiß ich. Am Leben. Hier draußen Ressourcen sammeln. Am Bauen auch noch. Mein Turm ist auch schon gewachsen. My tower rose further. Auf Englisch übersetzt. Meine Zombie-Farm hier übrigens, habe ich noch nie davon erzählt. Das gehört übrigens gar nicht. Frag mich nicht darum. Vielleicht weil es auch ein Grundstück ist. Obwohl ich mal in diesem Bereich das Zombie-Spawnen aktiviert habe. Das kann man nämlich machen. Man kann sagen, ob auf seinem Grundstück das Zombie-Spawnen erlaubt ist oder nicht. Wisst ihr was? Wir brauchen noch Wolle, um das hier zu sammeln. Antiken Schrott. Davon habe ich ja wieder quantlich genug gesammelt, um meine ganzen Sachen hier zu sammeln. Nur diese zwei Sachen habe ich noch nicht. Und am liebsten hätte ich auch noch einen Netherit-Beinschutz, der auch noch Schutz drauf hat. Ich weiß genau, wie ich das anstelle. Nur brauche ich mehr antiken Schrott. Ich brauche mindestens noch drei antiken Schrott. Dann kann ich den Netherit-Beinschutz zulegen. Weil ich ein Schutzbuch habe ich schon. Und Haltbarkeit und Reparatur kann ich von meinen Dorfbewohnern hier kaufen. Das ist kein Problem. Wozu brauche ich das Holz? Ganz einfach.
es auch bei den Dorfbewohnern zu verkaufen aus. Schneid. So, du auch. So. Und hier ist auch wieder gewachsen. Perfekt. Hier auch. Und jetzt weiß ich übrigens auch, die Tiere sind ja auch wieder mal eingefroren. Im letzten Video. Ich weiß jetzt auch wieso. Ich habe mal nachgefragt. Da hat mir jemand gesagt, das sei gegen Lag. Aber es ist manchmal auch etwas laggy. Aber nicht so schlimm. Ich glaube weniger schlimm als Minecraft Left to Die. Ist der wahrscheinlich auch. Auf dem ich auch schon gespielt habe. Als ich da diesen Boss-Kram getötet habe. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, checkt meinen Kanal. Schaut auf meinem Kanal nach, dann seht ihr es, wovon ich rede. Da habe ich übrigens noch nicht, da hatte ich dieses Headset, das ich jetzt übrigens habe, noch nicht. Deswegen habe ich da anstatt geredet, habe ich Untertitel geschrieben, weil ich kein gutes Mikrofon hatte. Ich hatte wohl ein Mikrofon, aber nur das vom Laptop, aber das ist nicht gut. Außerdem hört man da, wenn ich da etwas aufnehme, dann hört man das Surren vom Laptop auch noch, also vom Gebläse. Ja, weil ich hier spiele ich auf einem Laptop. Aber nicht Gamer-Laptop, auf einem Laptop. Das wollte ich noch zeigen. Ja gut, ich habe eigentlich schon alles gezeigt. Die oberen Stöcke habe ich euch noch nicht wirklich gezeigt. Hier übrigens auf meinem zweiten Stock habe ich all die Ketten platziert, die ich gefunden habe. Zombies lassen auch immer wieder mal Ketten fallen und die habe ich hier alle platziert. Naja, die hören sich speziell an, wenn man auf sie reinschlägt, auf sie einschlägt. Hier einen Schmiedetisch, um meine Netherite-Rüstung herzustellen, beziehungsweise abzugraden. Mit Lapis Lazuli, um meine Sachen zu verzaubern. Ich musste nämlich richtig viel experimentieren mit meinem Zombie-Zerhexler hier. Mein Netherit-Schwert. Da musste ich ganz viel experimentieren, damit ich all diese Verzauberungen hier drauf habe. Warum ich keine Verbrennungsverzauberung habe, weil die nichts bringt. Hier in diesem Server fangen Zombies wohl Feuer, wenn man sie mit einer Verbrennungswaffe schlägt. Aber interessanterweise verbrennen sie nicht. Sie nehmen keinen Schaden von dem Feuer. Das sieht man auch mit dem Bogen. Wenn ich eine Zombie abschieße, dann sollte der eigentlich keinen Schaden vom Feuer nehmen, außer das wurde kürzlich behoben. Und zu stark. Moment. Da sieht ihr, er brennt. Ups. Oh nein. Ist meine eigene Matte weggefallen. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. So, ich kriege mich nicht. Aber habt ihr das gesehen? Ich habe den Zombie angeschossen und er hat gebrannt, aber er hat keinen Schaden davon genommen. Nein. Nice. Und damit wäre eindeutig bewiesen. Ah, das ist sogar ein Kletterer, der macht jetzt die machen jetzt seit neuestem Spinnengeräusche. Also seit neuestem. Nein, doch schon seit neuem. Es ist noch nicht so lange her, dass die nicht mehr Zombie-Geräusche machen, wenn sie Schaden nehmen, sondern Spinnengeräusche. Also das sind jetzt ziemlich Spinnen als Zombies verkleidet. Weil die können ja bekanntlich an Wänden hochklettern. Aber sie können sie natürlich nicht zerstören, wie ich in meinem letzten Video schon gesagt habe. Nein, in meinem vorletzten, sorry. Aber ja, hier spawnen überhaupt gar keine Zombies. Wisst ihr was, ich setze die mal hier hinten raus aus meinem Territorium, ja, nach draußen. Und dann könnte es eventuell funktionieren. Ich kann aber vielleicht nichts garantieren. Oder nein, wisst ihr was? Ich bin hier sowieso in der Nähe von meinem Turm und Zombies spawnen immer in der Nähe des Spielers. Am besten setze ich diese Farm ungefähr hier hin. Dann baue ich sie ein bisschen in diesen Berg rein. In diesen kleinen Hügel hier. Das mache ich am besten. So. Und wir haben die Nacht erfolgreich überlebt. Wäre ja auch gelacht, wenn nicht. Aber gut, ich habe auch schon eine normale Nacht nicht überlebt. In meiner Netherite-Rüstung. Das war an einem Ort. Da bin ich in die Wildnis gereist und bin zufällig in ein Haus hineingerannt. Beziehungsweise in mehrere Häuser. Die
kann ich euch mir das auch noch zeigen. Aber da müsste ich noch schauen, wo die sind. Ich habe nämlich die Koordinaten. Ich habe sie leider nicht aufgeschrieben. Ah, genau, das wollten wir doch. Ich habe die Koordinaten aufgeschrieben. Nein, eben nicht aufgeschrieben. Verdammt. Ich habe sie nicht aufgeschrieben. Ich habe sie gescreenshottet. Eisenbahn haben wir. Und. Komische XP. Also jetzt. Ja, und ich habe sie gespeichert, gescreenshottet. Aber ich wüsste sie jetzt nicht mehr auswendig, leider. Nur noch so ungefähr. Aber ja, da war ich auf jeden Fall bei den Häusern da. Das war doch richtig schön und idyllisch. Ich mochte es da. Das war eine richtig schöne Landschaft. Schön und noch schöner als meine hier, würde ich sagen. Noch schöner als meine Landschaft. Mit meinem Turm, der immer noch nicht fertig ist. Aber ich habe noch vor, den fertigzustellen. Wisst ihr was? Let's get right into it. Machen wir es gleich. auf jeden Fall war ich da. Ja, ich habe noch nicht fertig gezählt. Warum ich dann gestorben bin, ja. Ganz einfach. Ich habe dann die Zombies bekämpft. Ich war in einer Nacht. Es war Nacht. Da habe ich die Zombies bekämpft und da war plötzlich ein richtig extrem langer Lag. Sauber Lag. Das hat mich dann sogar rausgeschmissen. Sogar vor lauter Lag. Das hat dann gesagt. Das Spiel hat gesagt, eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber der Lag war wahrscheinlich zu stark. Dann hat es mich rausgeschmissen und ich konnte eine Zeit lang nicht mehr rein. So ein paar wenige Minuten höchstens. Und als ich dann wieder reingegangen bin, war ich plötzlich tot. Obwohl ich noch volle Gesundheit hatte. Das letzte Mal, als ich mich gesehen habe. Das war voll komisch. Ich bin einfach gestorben. Die Zombies haben mich wohl während dem Lag getötet. Weil ich zu wenig vorsichtig war oder so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war ich dann total verzweifelt, weil ich natürlich alle meine Sachen verloren habe. All meine ganze volle Netherite-Rüstung an, alles was ich gesammelt habe. Mein Inventar war sogar voll. Ich hatte so viele nützliche Sachen gesammelt. Das habe ich alles verloren. Und dann habe ich mir, also zum Glück habe ich vorhin, bevor ich gestorben bin, habe ich den Ort gescreenshottet mit den Koordinaten. Dann habe ich in den Screenshots nachgeschaut. Ja, und so habe ich dann herausgefunden, wo das Ganze ist. Moment, ich habe keinen Platz mehr. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich will das Niesen und Husten. Und dann habe ich halt... Mein Gott, dank den ganzen Screenshots habe ich den Platz wieder gefunden. Bin ich ganz schnell reingerannt. Zum Glück war das in einem geladenen Junk. Und ja, dank dem habe ich das Ganze wiedergefunden. Meine Sachen wiedergefunden. Oh, ich war unglaublich froh. Hab Gott dafür gedankt, dass ich es geschafft habe, meine Sachen wiederzufinden. Gut, ich würde mal sagen, das reicht fürs Erste. Außerdem müssen wir noch unseren Inventar ausmisten. Die Sachen, die wir nicht brauchen. Raus damit. Das Holz brauchen wir natürlich. Holzschwert Nubi brauchen wir nicht. Das können wir essen. Machen wir gleich so, damit wir das ganz nächstes essen. Ich habe schon mehr als genug Äpfel. Die habe ich extra aufbewahrt, damit ich goldene Äpfel draus machen kann. Auch schon ziemlich viel Gold. Aber noch nicht jetzt. Das essen wir auch noch. Ich esse wirklich alles, was mir in die Quere kommt. Oder fast alles. Ja. Auf jeden Fall braucht es nicht nur das zur Vorbereitung. Oh, hier ist noch ein weiterer Eisenbohlen. Wir brauchen das Eisen. Was war das? Perfekt. Eisenbahn habe ich. Die Rosen sind verbrannt. Gut. Alles. Ah, das ist
Nochmal ein Feuerzeug. Ein weiteres brauchen wir nicht. Nein, danke. Tonklumpen habe ich hier vor kurzem noch verbrannt. Beziehungsweise gebrannt. Damit die Ziegel daraus werden. So. Wir essen uns noch satt. So, das kommt hier hinein. Und das hier. Zack. Moment. Ja, genau. Mit dem Dorfbewohner will ich noch handeln. So, zack. Das ist mehr als genug. Ich werde wahrscheinlich nicht mal alles handeln können. Wo ist der? Hier, einen Kleinmacher brauche ich. So. Zack. Bam, bam. Nein. Hä? So. Ah! Nicht ganz alles, aber fast alles. Nice. Ja, diese Rüstung brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber ist eine nette Erinnerung an früher, als ich noch nicht so eine gute nette Rüstung hatte. Beziehungsweise noch nicht so eine gute Rüstung. Aber egal. Aber gut, ja, und ich würde sagen, das wäre es soweit gewesen. Aber wisst ihr was? Ich kann das jetzt noch kurz nachschauen. Wie war das gleich? Prozent. Nicht Webereignisse. Hier. Das brauchen wir. Da könnt ihr auch gleich noch schauen, wie ihr die Screenshots aufrufen könnt. Hier. Minecraft Screenshots. Und hier sind sie auch schon. Alle, die ich jemals gemacht habe. Das müsste irgendwo hier unten sein. Oder etwa nicht? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Doch, 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 hier ist es. Hier ist es. Ich hab's gefunden. Jackpot. Da ist es. Das haben wir gesucht. Aha, die sehen wir auch schon. Ja, so ziemlich 4000 und 1000. Dann vergeuden wir keine Zeit. Falls ihr mich besuchen wollt, ich bin hier. Über diesen Koordinaten, also ungefähr 23.500 und 500, ja, 550. Da findet ihr mich, ein mit diesem unübersehbaren Turm. Moment, ich habe eine Idee. Mein Schwert hat Plünderung. Wenn ich das in der Hand halte, während ich den abschieße, kriege ich, ist die Plünderung sozusagen auch auf dem anderen Bogen. Der hat sogar Pfeile gedroppt, lol. Na gut, das ist auch nur auf diesem Server möglich. Oder vielleicht auch noch auf einem anderen verrückten Zombies or Rebel Server. Und hier übrigens, das habe ich noch vergessen. Hier habe ich den... Das war früher hier, das weiß ich noch. Im letzten Video war es hier. Aber da ich mein Grundstück expandiert habe, ihr seht ja auch schon, wenn ich hier über den Rand gehe, dann ist es wirkungslos. Aber wenn ich hier rausgehe... Exited Katzen for the 73's Territory. Ich habe mein Grundstück expandiert. Und deswegen ist das auch hier draußen, weiter draußen, damit ich hier die 20 Zombies hier niedermetzeln kann, weil mein Grundstück hat Dings Zombiespawnern deaktiviert. Und hier spawnen keine Zombies, sie spawnen nur hier draußen. Und nur in einem bestimmten Radius von mir. Das heißt, ich muss näher an die Zombies rankommen. Hier war ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr drin. Außer als ich XP sammeln musste, um mein Schwert fertig zu verzaubern. Hier meinst du ein Zombie-Zerhäcksler, das hat richtig viel XP verschlungen. Richtig viele Erfahrungspunkte hat das verschlungen. Aber es hat sich gelohnt. Es ist ein richtig, richtig cooler Zombie-Zerhäcksler. Mit Plünderung 3 sogar, Reparatur, Haltbarkeit 3, Bann 5. Und Schwungkraft 3 sogar. Schwungkraft übrigens. Verbessert den Flächenschaden, den ihr verursacht mit dem Schwert. Das vergrößert den Flächenschaden. Es verursacht nicht den Schaden selber, aber den Flächenschaden, den es verursacht. Vergrößert die Verzauberung.
verbessert sie zumindest. Nämlich, wenn ich jetzt, wenn ich keine Schubkraft darauf hätte und ich mache Flächenschaden, dann bekommt dieser Zombie, den ich schlage, den normalen Schaden. Aber die anderen Zombies drumherum, die auch Schaden kriegen, kriegen nur ein halbes Herz. Wenn ich aber Schwungkraft 3 habe, dann kriegen die viel mehr Schaden. Frag mich nicht wie viel, aber im Internet steht's. Oder müsste es zumindest stehen. Das habe ich auf jeden Fall herausgefunden, wie das funktioniert. Moment, vielleicht kann ich jetzt den wieder ansprechen. Ah, tatsächlich! Das ist ziemlich teuer. Aber gut, egal. Ich habe sowieso mehr als genug Holz, dass ich ihm verkaufen kann, beziehungsweise Stöcke. Nicht schlafen mit. Was ist jetzt aber, wenn ich es so mache? Nein, ist immer noch gleich teuer. Na gut, egal. Soll nichts Böseres geschehen. Ach ja, und ich wollte auch noch den schönen Ort zeigen und das mache ich jetzt gleich. Leere am besten noch mal den Inventar, weil es ist doch schon wieder Nacht. Somit wird auch dort Nacht sein, wo ich sein werde. Das heißt, ich sollte... Moment. Ich sollte gut vorbereitet sein und einen leeren Inventar haben, wenn ich die ganzen nützlichen Sachen aufsammeln will, die die Zombies fallen lassen. Das Fleisch können wir noch braten. Perfekt. Schusssicher können wir entzaubern, das brauchen wir nicht. Und wie stellen wir das an? Ganz einfach. Mit einem Schleifstein. So. Und die XP kriegen wir. Perfekt. Das Buch können wir lagern. Können wir vielleicht noch gebrauchen später. Eine gute ist eine gute Verpflegung. Aber nicht für jetzt. Für später lieber. Die Schere brauchen wir auch nicht mehr. Okay, werfen wir mehr als genug. Werfen wir sie in die Lava. Wassereimer könnte uns noch nützlich werden. Kugelfisch brauchen wir nicht. So. Pfeile brauchen wir für den Bogen. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Was ich nicht brauche, habe ich nicht mehr. Gut. So, okay. Huch. So geht's nicht, so geht's. Also als erstes müssen wir mal an den Spawn. Den kann ich euch auch zeigen. Ja, kommen immer mehr Zombies, egal. Spawn, zack, zack. Huch. So. Ups. Na gut, der Schlagen stimmt. Das verhindert das Schnellreisen. Rülps, rülps. Okay. Dann machen wir das so. Oh, wir sind in einer Wüste gelandet. Ja, das wollte ich auch schon. Und Moment, dieses Haus kenne ich. Da war ich auch schon. Tatsächlich. Wisst ihr was? Das Screenshot ich gleich. Nein, nicht. Das ist noch schön. Hier sind wir weit von dem entfernt, was wir wollten. So, also nochmal. Wir werden nämlich immer in einen zufälligen Ort teleportiert, wenn wir hier das hier machen. Wenn wir in die Wildnis wollen. Hier ist noch einer mit Eisenrüstung. Tja, das hatte ich auch mal. Aber irgendwann, wenn der genug lange hier drin ist, wird er auch... Oh, schon wieder eine Wüste. Wird er auch irgendwann eine Netherite-Rüstung haben. Auch nicht gut. Dann geht's also weiter. Weil als ich da meine Sachen bei dem schönen Ort verloren habe, musste ich mich auch ein paar Mal teleportieren, bis ich wirklich gute Koordinaten hatte. Wie das auch jetzt der Fall ist. Die X-Koordinaten sind gut, aber die Y-Koordinaten leider nicht. Und hier ist noch etwas, das interessant aussieht. Keine Ahnung, was das ist. Ach so, eine Kakteenfarm wahrscheinlich.
die aber offensichtlich stillgelegt ist. Okay. Das können wir leider nicht öffnen. Aber hier ist auch noch eine Sicherheitszone. Nice. Das sieht cool aus. Au, die ist alles voller Schweine. Können wir die? Nein, können wir nicht. Können wir nicht abschießen. Weil dann hätten wir jetzt etwas Nahrung gekriegt. Aber nur gute Wahl. Wisst ihr was? Vielleicht nochmal. So schnell gebe ich nicht auf. Nein. Was ist jetzt los? Okay, Moment mal. Gehen wir messen raus und wieder rein. Das ist gerade ein bisschen verbuggt oder was? Keine Ahnung. Ach so, jetzt. Okay. Ah, zum Glück. Jetzt habe ich schon gedacht, ich müsste schon wieder sterben. Wegen diesem blöden Lag. Aber Moment, was war das jetzt? Nein, auch nicht. Na, schon logisch jetzt nicht. Okay, gut, wisst ihr was? Ich mache das jetzt so lange, bis ich die Koordinaten finde. Bis ich in der Nähe davon bin. Und dann geht's mit dem Video weiter. Bis dahin. So, angelangt in der Nähe der Koordinaten. Oh mein Gott, ich bereue es absolut sowas von nicht, dass ich das Video pausiert habe und erst jetzt weitergemacht habe. Mein Gott, das hat sowas von lange gedauert. Ich bin immer wieder zum Spawn gegangen, aber die Koordinaten waren immer hier. Hier. X und Y, Y und... Nein, was ist das? Z und X. Diese Koordinaten waren immer einfach, fast, einfach, nein, nicht fast, immer über 19.000 oder immer 19.000 oder darüber. Und bekanntlich muss es ja 3.000, nein, 4.000 ungefähr und 1.000 sein. Aber das war immer über 19.000 oder darüber, manchmal sogar 50.000, 60.000. Das war so nervig, das war nervtötend, ich sag's euch. Und als ich dann einmal wieder etwas über 20.000 hatte, habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Ich mache es so. Ich nehme meine Elytren, die ich übrigens in meiner Truhe hatte, in meiner Haupttruhe. Und dann habe ich die genommen und ja, bin damit geflogen eine Zeit lang. Ja, und dann habe ich irgendwann aufgehört. Weil ich musste mich immer wieder hochbauen, da ich ja keinen Schwarzpulver kriege hier in diesem Server leider. Und ja, dann habe ich es halt so gemacht, dass ich mich immer wieder hochgebaut habe, so hoch wie möglich. Und dann bin ich eine Zeit lang geflogen, bis es nicht mehr ging. Dann habe ich mich wieder hochgebaut, damit ging es gut voran. Oh, die ist sogar noch etwas anderes. Wow, das ist schön. Das ist echt nice. Looks like a safe zone. Sieht aus wie eine Sicherheitszone. Mal schauen. Ich mach das dann am besten so. Haps! Und wee! Direkt rein. Mal schauen. Und hier sind wir dann auch schon in der Nähe. Das schauen wir jetzt aber nur ganz kurz an. Oh, oh! Sieh mal einer an! Was haben wir denn hier? Eine ungeschützte Zone. Das ist ja cool. Hier könnten wir uns sogar einrichten, wenn wir wollten. Aber das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Die sind sogar noch Eisenbahnen, aber gut, ich bin nicht so gemein. Die lasse ich jetzt drin. Papageien sparen ist auch ein nice. Ja, Papageien habe ich auch, aber zwei davon sind leider gestorben. Und hier ist sogar noch ein Eingang. Cool. Und Schwarzsteine auch noch. Oder? Ja, Blackstone, genau, das englische Wort für Schwarzstein. Keine Ahnung, ob es den auch in echt gibt. Würde mich noch wundern. Aber gut. Und jetzt, wie schon gesagt, ich musste über 15.000 Blöcke fliegen. Beziehungsweise reißen. Hops. Bis ich es geschafft habe. Puh, das hat jetzt sicher eine halbe Stunde gedauert, wenn nicht länger. Und meine Mama ist auch unten am Kochen. Ich lebe nämlich bei meiner Mama und an den Wochenenden. Oder bei meinem Papa bin ich manchmal auch. Also bei meinen Eltern noch. Aber egal. Weil unter der Woche bin ich in einer Wohngruppe. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Weiter geht's hier bei Minecraft. Und wie wir sehen wollen, wie dieser Ort aussieht. Ich kann es schon fühlen. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Es geht nicht mehr lange. Moment, wir müssen in diese Richtung. Hops, hops und ab. Fliegen. Meine Elytren könnte ich eigentlich umbenennen auf meine Flügel. So wie ich in echt heiße. Und oh! Und meine Flügel. Das werde ich noch tun. I'll do so. Aber so wie es aussieht, wurde dieses Dorf schon geplündert. Ja, ganz offensichtlich. Aber dann hat es keinen Wert hier nachzusehen. Oh, Moment, wir gehen in die falsche Richtung. Oder? Ja. Wir gehen in die falsche Richtung. So, jetzt. Jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Und wir haben es sogar schon verpasst. Moment. Wir müssen hier zurück. Hier in diese Richtung. Los geht's. 3900 irgendwas und 900 irgendwas war das ja. Und hopps, hopps. Wir sind gleich da, liebe Freunde. Oh, das Video ist schon so lange. So ein langes Video habe ich noch nie gemacht. Ist ja erstaunlich. Hm? Gut. Okay, meine Mama hat mich gerade gerufen. Aber ich kann dann das wieder pausieren und später wieder weitermachen, kein Problem. Hä, Moment mal, hier müsste es eigentlich sein. Ah doch, ist es das hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist es das? Ah, doch, das sieht doch glatt so aus. Das ist es doch. Oder etwa nicht? Doch, doch, diese Fichten sagen mir was. Moment mal. Moment, Moment, Moment. Oh, und hier ist sogar noch ein Loch. Ah, ne, mit einer Leiter nach unten. Doch, das ist es! Wir haben es geschafft! Leute, wir haben es geschafft! Oh, endlich! Mein Gott, das hat so lange gedauert. Puh, oh mein Gott, ich bin jetzt wieder so. Boah, man, das took forever. Das hat sowas von lange gedauert, echt. Oh. Nick. Wenn ich meine Mama nicht so lange warten muss und meine Elytra repariere ich am besten gleich noch. Das klappt hier am Schnürchen. Wenn ich keinen Schaden kriege, dann braucht meine Rüstung keine Reparatur. Nur mein Schwert. Und hier sind keine Zombies mehr. So. Das geht auch. Oh, fahren froh, nice. So, die werden repariert. Dann kann ich gleich noch meine Spitzhacke reparieren. Moment. Nicht so. Nein, so geht's nicht. So geht's. Ah, das wird schon morgen. Nice. Ich halte das Ganze bei Tageslicht und sein. Aber es ist gleich der Abend schon wieder. Ich weiß schon, es hat nicht auf dem Server gespielt. Und ich bereue es nicht. Nein, nee. So geht's auch nicht. So geht's. Okay, wisst ihr was? Ich mache später nochmal weiter. Bis dahin.
Okay, willkommen zurück, liebe Freunde. Da wäre ich wieder. Ich und meine Mama haben übrigens gerade was gegessen und jetzt bin ich wieder da. Okay, dann wird es wohl Zeit, diese Gegend ein bisschen zu erkunden. Ah, und hier ist doch schon. Entered Putin Territory. Das Territory. Das scheint nur winzig klein zu sein. Dieses Territorium. Das ist nur von. Hä? Hey, wo ist das jetzt? Ich verstehe es nicht. Ach so! Oder auch nicht. Ah, das ist von hier. Von hier bis hier. Und hier wahrscheinlich. Hier auch noch. Und hier nicht mehr. Ah, das schützt also diese Wand hier. Ja, das kann ich nicht zerstören. This land is claimed. Ganz klar. Aber Moment mal, das interessiert mich jetzt gerade. Land. Zack. Martin's Territory. Also town. Irgendwas. Building rights at your location. Ah, okay. Aber nicht sehr viel. Ich würde jetzt wundern, wie lange dieser Spieler nicht mehr hier war. Moment mal. Ist das hier? Ah nein. Hier ist es noch. Ah, noch ein winzig kleines Grundstück, damit das hier geschützt ist. Dieses farbenfrohe Gebäude tatsächlich. Hier ist offensichtlich eine Farm. Fragt sich nur, was da oben ist. Das werden wir gleich herausfinden. Huch! Hier geht's nicht wieder. Nichts außer Karotten. Okay. Geht das vielleicht? Wartet mal. Und hopp! Nein! Nicht so. Ich muss sprinten, sonst geht's nicht. Keine Chance. Zack, 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 zack. So. Und hopp. So, jetzt. Ja, tatsächlich. Nichts außer Karotten. Und dieses Feld wurde scheinbar gegrieft. Möglicherweise. Aber frag mich nicht von wem oder so. Ich habe nämlich keine Ahnung. Von mir übrigens nicht. Ich hab's nicht gemacht. Weil ich mag diesen Ort. Ich finde den schön. Hier ist doch auch noch ein Schweinchen. Ein bisschen Nahrung können wir gebrauchen. Alter. Ups. Feder. Fail. Ach so. Was war das? Ah, das Schaf hat gegessen. Okay. Und wir haben sogar einen Spektralpfeil verschossen. Gut, haben wir ihn wieder. Moment, wie ist das jetzt? Geht das? Nein, geht nicht. Aber das lässt sich leicht beheben. Das Schweinchen können wir gut gebrauchen. Aber das Geräusch, wenn sie sterben, ist voll traurig. Deswegen mache ich das von weitem. Ich will den Minecraft-Sound nicht ausschalten. So. Haben wir's. Zack. Ah, Moment mal! Wird Zeit, ein bisschen mehr rauszukriegen. Schafe, die gehen noch. So. Zwei Hammelfleisch. Na gut, hat das Schwert offensichtlich nicht gebracht. Aber egal. Oh! Wir sind zwar noch hungrig. Können wir gleich essen. Wenn der hier schon so rumsteht. Ah, Moment mal, den hab ich, glaube ich, sogar ich mal hier hingestellt. Das könnte doch sein. Stimmt, genau. Den hab doch gerade ich hier hingesetzt. Das weiß ich noch. Also, das war doch garantiert der, oder? Ja, garantiert. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht der war. Weil, wie schon gesagt, hier war ich ja mal am Überleben. Bin aber gestorben. Mein Inventar war voll. Also habe ich einfach einen Kuchen, den ich gekriegt habe, hier platziert. Zack. Nom, nom, nom. Lecker gegessen.
Okay, dann würde ich sagen, vergeuden wir keine Zeit, machen wir gleich und machen hier gleich weiter. Ah ja, meine frostigen Stiefel lassen hier alles eisig werden. Geht das? Ah ja. Und hier geht es hier rein, tatsächlich. Dann geht es hier rein. Das sieht ganz schön gegrieft aus. Das mag ich nicht. Damit also. Das könnte natürlich auch sein, dass dieser Besitzer dieser Häuser hier gegrieft wurde und ausgeraubt. Die nützlichen Sachen wurden mitgenommen. Und die weniger nützlichen wurden hier gelassen. Das könnte natürlich auch sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich würde es euch sagen, wenn ich es weiß. Beziehungsweise wenn ich es wüsste. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch definitiv sagen. Das wäre noch eine interessante Frage, ehrlich gesagt. Weg damit. Und hier auch, das ist alles öffentlich zugänglich, ganz offensichtlich. Wurde möglicherweise geplündert. Ein Spender, nice. Aber den lasse ich hier. Brauche ich nicht unbedingt. Und selbst wenn ich einen bräuchte, kann ich problemlos selber herstellen. Damit. Weg mit dem auch. Ich glaube, ich mache noch mehr Videos, wenn das so weitergeht. Wenn ich das hier weiterhin so genieße, das ganze Erkunden und so mit euch zusammen, dann mache ich noch mehr Videos davon, wie ich das mache. Und es wird schon wieder Nacht. Zu blöd. Müssen wir wohl wieder gegen Zombies kämpfen. Aber das ist ja keine große Sache für uns. Seit der Blutmond, der gerade gewesen ist. Ah ja, hier war ich schon mal drin. Oh, ist ein Stämme-Anschwert. Nice. Und Federfall 4. Wow. Das ist echt selten, dass das fallen gelassen wird. Ein Kuchen. Ja, nicht schlecht. Das wurde alles ausgeräumt oder nie eingeräumt überhaupt. Schmelz- und Räucheröfen. Okay. Ein Keller hat es auch noch. Mal schauen, was hier oben ist. Nichts Spezielles, außer ein paar mehr oder weniger nützliche Sachen. Und eine goldene Karotte auf dem Kopf. Nice. Moment mal, ist das die. Ist das das, was ich denke, dass das ist? Ah nein, das ist nicht die. Ich habe nichts gesagt. Moment, ist die Tür zu? Nein, ist sie nicht. So. So, dass wir damit wir sicher sind. Auch wenn ich weiß, dass ich hier. Dass ich hier viel zu mächtig bin für die Zombies. Ist ein riesiges Lager, ganz offensichtlich. Mit Ketten sogar. Die habe ich auch gesammelt. Eisengitter auch. Die sind doch schön. Ich mag mich, ich liebe Metall so sehr, mein Gott. Ich glaube, ich kann dem einen Gefallen tun. Ich habe eine Glücksspitzhacke und Glück funktioniert ja, wie ich gehört habe, jetzt 1.17. In dem. Also gut, entweder funktioniert es nicht oder dann hatte ich einfach kein Glück. Hier bei diesem Eisenstückchen. Hier ist offensichtlich nichts drin. Hier sind schon ein paar Tierprodukte drin. Eier. So. Oh ja gut, wie auch immer. Der Rest interessiert mich persönlich nicht so. Aber wenn es euch interessiert, kein Problem. Dann könnt ihr es auch nicht in die Beschreibung, in die Kommentare schreiben. Dann nehme ich diesen Ort noch genauer unter die Lupe. Noch genauer, als ich es jetzt schon getan habe. Wenn es einfach eine Nacht kommt und wieder. So, und weg. Ah, okay, hier ist noch mehr. Das schauen wir uns gleich auch gleich noch an. Und dann sind die Zombies auf unserem Weg gekommen. Diese Baby-Zombies sind doch nervig, die sind so wendig und schnell. Voll dumpf. Ja, und ich hab ihn noch freist. Das hätte in einer klebrigen Situation helfen können. Wenn jetzt hier genug Zombies gewesen wären, hätten die mich gleich eingeschossen. Und ach so gut. Und ich hätte dann auch noch ein bisschen
auch noch ein bisschen cheaten können, um herauszukommen. Nämlich wenn man diese herausloggt. Also früher war das mindestens so, dass wenn man sich ausloggt, wenn hier zum Beispiel ein paar Zombies sind und ich mich auslogge und dann wieder reingehe, dann sind die Zombies weg. Die despawnen einfach. Ist das aber jetzt? Ist das immer noch so? Moment, ich probiere es gleich mal aus. Weg damit. Okay, dauert ein bisschen. Mein Computer ist nicht der schnellste. Beziehungsweise mein Laptop. Egal. Tatsache, es ist immer noch so. Die sind alle weg. Hier sind wieder neue. Das ist offensichtlich. Weg mit euch. So. Oh, mein Inventar ist voll. Oh, Tonglocken, die sind nice. Nehme ich mit. Weil ich mag Ziegelsteine in Minecraft. Aber was ich wirklich liebe, ist Metall. Also Metall. Nicht nur Netherit. Netherit ist ja auch ein Metall, aber Eisen mag ich wirklich am liebsten. Ich bin ein richtiger Eisen-Fan. Eisen-Freak bin ich. Ganz klar. Moment schnell. Nein, nicht so. Zack. Okay, wisst ihr was? Ich hab lassen die Schnauze voll vom Zombie bekämpfen. Ich will hier lieber rauskundschaften mit euch zusammen. Sie ansehen! Was haben wir denn hier? Eine Bauruine. House of Hades. Aha. Entweder heißt dieser Spieler so oder dann heißt dieses Territorium so. Keine Ahnung. Egal. Also ich habe mein Territorium einfach nach meinem Minecraft-Namen benannt. Hier ist eine gegriefte Farm. Hier eine angefangene, aber nicht vollendete, genauso wie hier. Und hier gleich auch. Eine mehrstöckige Farm. Interessant. Sehr interessant. Oh, ich liebe diesen Ort. Kein Wunder, liebe ich ihn so. Das ist so spannend auszukundschaften. Weil ich habe ja noch da gar nicht alles auskundschaftet bis jetzt. I believe I can fly. Hier ist noch ein Haus. Ah, ein Stall. Genau, hier waren wir auch schon, aber noch nicht drin. Also ich kann mich nur wiederholen. Ich liebe es über alles. Alles. Weg. Autsch! Ja, der ist mir heraufgefolgt. Huch! Okay, nein. Geht auch. Okay, dann hätten wir scheinbar alles hier ausgeschlachtet. Und ich habe hier in diesem Server auch noch ein bisschen was zu tun. Ich brauche nämlich einen Sog-Dreizack. Einen Dreizack habe ich schon. Zwei sogar. Aber ja, den muss ich noch entsprechend verzaubern, damit ich zufrieden bin. Aber wie schon gesagt, wenn ihr noch mehr von diesem Zeug wollt, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und ja, dann verabschiede ich mich hiermit auch schon wieder. Oder? Ja. Ich verabschiede mich hiermit von euch. Pigs. Ah! Schweine. Ne? Chickens. Hühnchen. Das sieht wirklich schwer nach gegrieftem Zeug aus. Und Schafe hatte da sogar scheinbar alle getötet. Diese Tiere. Oder sie sind despawned. Das kann auch sein. Aber egal, auf jeden Fall. Wäre es das für den Moment gewesen von mir?
Okay, und dann, also dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.